Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hitman. Wir sind heute in Sapienza, würde ich sagen, machen wir gleich mal die Mission. Einsatzziel. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project. A DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet, fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Gut, dann wissen wir schon mal, wer unsere Ziele sind. Ja, die Waffe nehmen wir. Ich glaube, ich nehme hier mal einen Dietrich und hier die Münzen bleiben. Und dann spielen wir mal. Welcome to Sapienza 47. Silvio Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia. So the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Gut, dann wollen wir mal. Hello. Dürfen wir hier schon rein? You need clearance to pass. You don't have it, buddy, so okay. Ein Schlüssel zu einem Unterschlupf der ICA irgendwo in der Stadt. Ja gut, ein Schlüssel irgendwo in der Stadt. Oh. Caruso, you know where it is. Big mansion up in Sapienza, richest family on the coast. Come on, Dante, just do this for me. Those flowers have to be delivered today and Mr. Caruso is a loyal customer. If we lose his business, the boss will fire me for sure. Come on. Today is the anniversary of Isabella Caruso's death. Silvio Caruso will be visiting her grave and has ordered a fresh bouquet of flowers. His visit would be a good time to catch him alone. That is, provided the flowers ever arrive. Okay. Fine, fine, forget it. I'll manage somehow. Laut des Blumenboten jährt sich heute der Todestag von Isabel Caruso. Deshalb hat Silvio Caruso einen frischen Strauß Blumen für ihr Grab bestellt. Wenn ich mir den Schaden so ansehe, wird der Blumenwagen so schnell, aber wohl nirgendwo hinfahren. Okay. Verkleiden Sie sich als Bote. Oh shit. Caruso, you know where it is. Big man, don't hurt me. I
with the delivery disguise? Who do you think you are? So hey, what the? That was come on. So, der Rest ist alles akzeptabel. Dann gehen wir mal schnell rein. Flower delivery for Silvio Caruso. This is just a security precaution. You're good to go, sir. Thank you for your patience. Time is of the essence for you guys. Chop chop, son. Mm-hmm. Flowers for Mr. Caruso? Ah, excellent. You can leave them on Mrs. Caruso's grave in the garden. Come along, I'll show you the way. Na, dann zeig mir mal den Weg. Such a devoted son. So, down the stairs near the cliff. You can't miss it. I will inform Señor Caruso. He will be pleased, no doubt. Machen wir mal das hier. Time is of the essence for you guys. Chop chop, son. Hey, you missed a spot right there. Where? Where? Dr. Lafayette speaking. Just so. I'm outside Villa Caruso now, enjoying a coffee in the sun. Lovely town. So, anything I should know about Dr. Caruso before our first session? I was briefed on his anxiety attacks, his genophobia. Very well. Don't you worry. Caruso is not the first troubled genius I have turned around. Just look at Jordan Cross. I'll have young Silvio calm and serene in no time. So I just wanted to and let you know as well. Something. So it seems Ether Management is concerned about Silvio Caruso's mental health, no doubt due to his mental breakdown last year. They have hired world-renowned psychologist Dr. Oscar Lafayette to treat the neurotic bioengineer. The session will no doubt take place in private, and furthermore, our records show that Caruso and Lafayette have not previously met. Eigentlich könnte ich ihn doch dann wegmachen. Nach Dr. Lafayettes Anruf zu urteilen, hat ETA den weltbekannten Psychologen engagiert, um Silvio Caruso zu behandeln. Sie machen sich offenbar Sorgen um dessen Geisteszustand. Die Sitzung findet garantiert unter vier Augen statt und es kommt noch besser. Caruso und Lafayette haben sich noch nie getroffen. Gut, das ist sehr gut für mich. Wie verkleiden Sie sich als I have a return package for you. Come by this afternoon, okay? I just feel so safe. Was für ein Zufall. Der möchte das ja. Geh in die Mülltonne, wo du hingehörst. So, jetzt kommt die. Da darf ich mich noch nicht verkleiden, sonst erwecke ich Aufmerksamkeit und das will ich nicht. Kannst du mal weggehen? Guck mich nicht so an. Gut. Keiner hat was gesehen. Besorgen Sie ein Brechmittel. Wo ist denn da bitte schön ein Brechmittel? Can I help you with anything? Wait, what's the difference? I'm here to serve.
Du siehst mich nicht. Du mich auch nicht. Vergiften Sie, Doktor. Mach es. Warten Sie darauf, dass Dr. Leviat trinkt. Dann trinken Sie mal. Na, schmeckt es? What in the hell are you doing? And now I feel too warm again. Ach so, er geht jetzt. Ja, das ist vernünftig. Geh dahin, wo ich dich ganz still und heimlich wegmachen kann. Oh. Na, zum Glück habe ich dich nicht hier schon. Occupied, okay? Kannst du rausgehen? Yeah, whatever, dude. Just get out of my car. Ah, bist du blöd. Sorry, muss sein. So. Gut, den haben wir. Dr. Oscar Lafayette, here to see Mr. Caruso. Ach, Lafayette. Okay. This will be over in no time. Thank you, please proceed. Jo, bitte gerne. You're expected. Go right in. Du schon wieder. Hello, Doc. Oscar Lafayette. I have an appointment with Mr. Caruso. Ah, yes. Señor Caruso has been informed of your arrival. Please, follow me. I shall take you to his quarters. Folgen Sie dem Butler zu Silvios Zimmer. Das machen wir. May I say, it is well that you are here, Doctor. The Master has not been himself lately. I only hope you are as good as they say. Don't worry, I am. Be happy. Hi, Doctor. Moin. What's up, Doc? Señor Caruso's private quarters. I will be downstairs if needed. A private therapy session with Caruso. Nicely done, 47. So, dann erzählen Sie mir mal Ihre Probleme. The renowned Dr. Oscar Lafayette. Mr. Caruso, shall we begin? If you insist. So. Einmal kurz speichern. Ether sends a specialist to rummage through my brain. They must think I'm losing it again. Relax. Start by telling me what's on your mind. Isn't it obvious? I'm under a lot of pressure. Work. Mother died last year. Stress manifests itself in the strangest ways. I am. Oh ja, du laberst mir zu viel. Ging einfacher als gedacht. Target down. Next up, Francesca DeSantis. Kann ich dich wegziehen? Nee, kann ich nicht. That is Francesca DeSantis. Machen wir mal bei Kerzenschein. Vielleicht passiert da ja irgendwas, wo ich sie dann schön um die Ecke bringen könnte. Hallo, Dr. Lafayette. Achso, da liegt er ja noch. Sorry, ich gehe mal wieder. Tschüss. Ich habe dir nur ein Beruhigungsmittel gegeben. Der schläft ein bisschen. Schläft ein paar Tage durch. Eine Nachricht an Francesca DeSantis. Von ihrem Liebhaber, Roberto Vargas. Die beiden planen nach Vargas Golfstunde mit Caruso ein romantisches Stell-Dich-Ein. Okay. Finden Sie mehr über den Golftrainer heraus. Okay, Francesca DeSantis is evidently having an affair with Caruso's golf coach, Roberto Vargas. A notorious ladies' man,
Vargas has turned DeSantis's bedroom into a candlelit love nest and plans to call on her after his golf lesson with Caruso. Well, she should know better than to mix business with pleasure. Mhm. Geil. Warte mal, komme ich mit dem irgendwie weiter? Nicht. Obwohl. Entschuldigung, darf ich sie mal haben für eine kurze Zeit? Nee, Genick brechen wollte ich jetzt nicht. Ich wollte sie ziehen. Vielen Dank. Achso, das kann ich auch wieder aufheben. Beseitigen. Machen wir das. Auch beseitigt. Dann rufen wir sie an. It's me. Roberto. Silvio let you off early. I want us to meet. Your room. I should say no. But you won't. See you soon. Ich darf da nicht rein. Gehe ich halt außen rum. Francesca DeSantis is evidently having an affair with Caruso's golf coach, Roberto Vargas. A notorious ladies' man, Vargas has turned DeSantis's bedroom into a candlelit love nest and plans to call on her after his golf lesson with Caruso. Well, she should know better than to mix business with pleasure. Okay. Ach nee, jetzt setzen wir uns auch noch hier hin. Na gut. Nicely done, 47. DeSantis will be here shortly. I suggest you... get in the mood. Ja, ja, Körper wurde gefunden. Ah, da kommt er ja. Guten Tag. Sorry, who are you again? I will have to get the security staff. Don't... Ah! Ja, Genick brechen. Two targets down. Now destroy the virus. Hau ab da. So. Dich haben wir auch. Das hier nehmen wir. Entering the Ether Lab requires a keycard and a uniform. Eine Zugangskarte für das Biolabor von Ether. Luckily, it seems both are within reach. Gut. Da darf ich nicht raus. Das werde ich gleich. Entdeckt. Ich muss hier raus. Gut, jetzt muss ich doch irgendwo zu diesem Labor. Eine Ewigkeit später. Okay. Jetzt bin ich drin. Ach nö. Ether's Field Lab. You made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Ich muss irgend so einen Typen. K.O. schlagen. Ist da sonst noch einer? Nein. Gut. Na, das sieht doch gleich viel besser aus. Dann versuchen wir mal das hier zu verfolgen.
Ja, oh, wieso weiß der, wer ich bin? Ach so, warte mal. Ach so, sie geht jetzt hoch. Wieso geht denn sie jetzt hoch? Und jetzt kommt er. Oh. Kommt noch einer. Der hat nur die Waffen gefunden, okay. Okay, der geht hoch. Gut, dann haben wir die. Dann kann ich jetzt hier auch ganz gemütlich runter. Okay, ganz gemütlich ist relativ. In case of an accident, the central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype from spreading. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The air purification system is able to clear the toxin, but the controls are only operated by senior lab personnel. Okay. Ja, du siehst mich. Laut des Sicherheitsprotokolls kann das zentrale Labor aufgrund der extrem toxischen Luftverhältnisse nur mit einem Schutzanzug betreten werden. Allerdings kann das Luftaufbereitungssystem mit der Konsole außerhalb des Labors die Toxine kurzzeitig neutralisieren. Aha, aha. Also brauche ich so einen blöden Arztkittel oder was? Das hier machen wir kaputt. Und das hier nehmen wir einfach mal. Öffnen wir das mal. Blup. So, hier drin darf ich mich aber bewegen. Sehr gut. Gut. Was kann ich hier machen? Warning, dangerous compound. Warning, dangerous compound. Processing. Gut. Du kommst hier rein, du kommst da auch rein und du kommst hier rein. So, das hätten wir schon mal. Und jetzt noch das hier. Shit. Du kommst einfach mal mit. Wer sich so benimmt und mich verpetzen will, der wird gleich in die Säure gesteckt. Ah, jetzt endlich. Sehr gut.
Ah, ist das ein gutes Gefühl. Jetzt geh mal weiter hier. Und weil mich hier dann sowieso keiner mehr entdeckt, gehen wir einfach so hier weg. Und tschüss. Ach ja. Perfekt. Ether Security is in the dark about the incident. A few at the company knew about the virus, not even the board. Must have been someone at the lab. I understand. I'll get to the bottom of this. Boss is unhappy. I followed you from Italy. I guess when you're invisible, you stop looking over your shoulder. You did this. Iago exposed you. ICA did the heavy lifting. I just pulled some strings. Yeah, you mind? How do you expect... I play dirty. That's how you defeat a stronger opponent. You strike from behind. Now give me the key. You have a family? Trust me, if there's a weakness, Providence will find it. Take my chances. The key. Fine. Won't do you much good. It's funny. Cobb said the same thing. Thank you, messenger. Don't. I just killed you. Then we're even. Das war so klar. Mission erfolgreich. Aber ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links kommt ihr zu meinem Kanal, rechts sind weitere Videos verlinkt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.